Hachchen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mein World Staffel 2. Ja, es geht wieder weiter und ich sag euch eins, es sind alle ultra gehypt. Und ich sag euch noch eins, ich glaube, wir haben einen super Start. Wir werden jetzt auch auf YouTube ordentlich reinstarten. Wenn ihr natürlich immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, was abgeht und was los ist, dann schaut natürlich gerne auf Twitch vorbei. Da streamen wir daily gerade fast. Und auch immer relativ lang. Also unbedingt vorbeischauen, da kriegt ihr hier alles live mit. Aber jetzt werde ich euch erstmal, denke ich, eine kleine Base-Rundtour geben. So viel gibt's gar nicht zu sagen. Zurzeit sind wir hier dran mit Talle Nara, den kennt der ein oder andere vielleicht schon, hier unsere Grundbase aufzubauen. Wahrscheinlich wird die wirkliche Base erst später, und zwar in diese Richtung gebaut. Unsere, die bauen wir dann auch alleine. Aber für den Anfang haben wir uns hier mit Talle zusammengeschlossen. Und ihr seht schon da oben, da seht ihr so ein bisschen Kabel rauslunsen. Und das Ganze ist hier unser Villager Breeder. Dort unten hier ist gleich das Dorf. Hier kommen die Villager dann raus, landen hier in dem Käfig, also ja, in dem Loch, sagen wir mal so, und werden dann hier unten durch den Fels bis hierhin gespült und können dann per Wasser direkt in unsere Trading Hall geliefert werden. Da sind wir zurzeit noch am Basteln. Leider sind uns unsere Goldressourcen alle verloren gegangen, deswegen wir zurzeit noch nicht zombifizieren können. Wird aber noch kommen, da sind wir dran. Hier drüben seht ihr eine kleine Farming Area. Hier, Zaubertisch ist selbstverständlich auch schon da. Hier seht ihr unsere Kühe. Die Farm läuft auch echt super, kann ich nur weiterempfehlen. Auch ein bisschen Feld ist klar, was man halt so alles braucht. Dann hier unsere Bäume, um genügend Holz zu haben, denn zurzeit bekommen wir unsere Emeralds zum Traden noch durch Stick Trading. Hier haben wir eine Eisenfarm, allerdings werden wir die nochmal abreißen, weil das alles nicht so ganz funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Plan für jetzt ist erstmal ein paar Bäume hier noch fällen, um dann ordentlich Emeralds ranzuholen, damit wir möglichst viele Villager jetzt schon traden können. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Also Leute, ihr seht schon, ich habe jetzt hier gerade kurzhand mal entschieden, wir bauen jetzt hier die Eisenfarm und habe hier gleich mal ein bisschen Platz gemacht. Wir warten jetzt noch kurz, bis das Laub weg ist, und wisst ihr, was mir dabei Tolles aufgefallen ist? Da hinten ist einfach ein Dorf. Das ist mega gut, weil wir die Villager jetzt nicht erst von dort drüben anschleppen müssen, von unserer Base aus, sondern die einfach von dort mit dem Boot bis hierher fahren können. Das freut mich gerade echt mega, dadurch wird das Eisenfarmbauen hier echt ein Stück einfacher. Und dann würde ich sagen, legen wir damit auch sofort los. Okay Jungs, also bevor ihr euch wundert, wo jetzt hier mein ganzer Stuff und auch meine Level hin sind. Ja, eventuell bin ich gerade im Nether in einen kleinen Lavasee gefallen auf der Suche nach Goldblöcken. Lass uns nicht drüber reden. Aber schaut euch das mal an, unsere Eisenfarm steht. Und auch der Stuff ist schon jetzt aus der Eisenfarm, also die funktioniert super, die ist super effektiv. Ich stand hier nicht lang, 2 Minuten oder was, und habe instant halbes Stack Eisen, sind schon wieder 12 drin. Nehmen wir direkt mit. Also, das funktioniert wirklich super. Da werde ich die nächste Zeit dann easy mal hin und wieder ein paar Stunden AFK stehen. Ja, ihr seht's schon, wir sind voll Dia, Schaufel fehlt uns noch, kommt noch, ist jetzt gerade erstmal nicht so wichtig, der Rest ist wichtiger. Natürlich ist alles noch nicht top enchanted, das ist jetzt der Punkt, an dem wir ansetzen werden. Ihr seht, wir haben 30 Level, was uns fehlt, ist ein bisschen Lapis, Enchanter haben wir. Lapis finden wir, ja klar, am besten unter der Erde, und dafür machen wir uns jetzt auf. Hierhin ist eine große Höhle, die werden wir durchsuchen. Also, ich war jetzt hier unterwegs, habe Lapis eigentlich nur gesucht, eine Menge anderes Zeug auch noch gefunden. Und dann können wir jetzt uns zum einen ans Verzaubern machen am Zaubertisch. Das ist jetzt das Erste, was wir angehen werden. Und anschließend dann weitere Villager uns ranholen. Also, Villager, die uns Bücher traden. Natürlich erstmal Sachen wie Haltbarkeit, Protection und alles, was wir halt so brauchen.
Und damit legen wir jetzt auch direkt los. Nur, dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Das ist jetzt mittlerweile Donnerstag, das heißt fünfter Tag des Projekts. Wir sind jetzt hier ja schon dabei, kräftig uns unsere Rüstung ranzufarmen, zu verzaubern. Und Mending ist jetzt erstmal das nächste Ding. Um auch schon mal genügend Mending-Bücher zu haben, werden wir uns die kurz traden. Und dann müssen wir mal schauen. Gerade funktioniert der Villager Breeder oben irgendwie nicht richtig. Ich habe gerade versucht, den zu fixen. Mal schauen, ob das klappt, damit wir auch noch mehr Verzauberungen ranholen können. Okay, Jungs. Also, es gab hier gerade wieder einen kleinen Unfall, weil die zwei da sich nicht benehmen können. Aber ja, darüber reden wir einfach nicht, würde ich sagen. Sondern tun erstmal die zwei Villager, die dabei zu Schaden gekommen sind, heilen. Und ihr seht schon, wow, was ist das da? Ja, das ist, ja, Netherite, also solltet ihr alle kennen, ist ja schon doch eine Weile her, dass das 1.16 Update raus ist. Und was ist das hier? Eine super, super Spitzhacke mit Fortune, mit der wir das gerade gemeint haben. Und schaut, was wir jetzt damit machen. Ja, das ist jetzt unsere erste Netherite-Pickel, unseres ersten Netherite-Werkzeug. Und jetzt gibt es aber noch eine schlechte Nachricht. Und zwar war das leider das Letzte, was wir für dieses Video gemacht haben. Ja, Maze, ich komme gleich. Alles gut. Aber für heute war es das erstmal. Genau, wir weinen alle wie mit dem Regen. Aber für heute war es das Video. Es tut mir leid, falls es nicht ganz so lang war. Ich habe einfach hin und wieder mal vergessen aufzunehmen und dann, ja. Hier, die zwei sagen auch noch Tschüss. Hier, Luke und Maze. Winkt mal, winkt mal. Winken. Ja, sie winken. Genau. Also, lasst auf jeden Fall Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch nächste Woche wieder rein. Würde mich mega freuen. Ja, und mit dem Regen. Warum kann das Wetter jetzt nicht schöner sein? Egal. Ich würde sagen, Jungs, macht's gut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Aber jetzt würde ich sagen, macht's erstmal gut. Ciao.